Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa Training Akademie und heute haben wir einen Stargast, nämlich den Andreas Bäuerlein. Andreas, stell dich doch mal bitte vor. Was bist du, wer bist du, was machst du? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Cosimo. Ja, ich bin 32 Jahre jung und komme aus Schweinfurt. Ich habe damals 2012 mich selbstständig gemacht für das größte Weiterbildungsunternehmen ganz Europa, und zwar der Jürgen Höller Academy. Und dort habe ich mich als Handelsvertreter selbstständig gemacht, um quasi diese Seminare am Telefon zu verkaufen, auch die Veranstaltungen und so weiter und die Kunden eben zu betreuen. Und damals habe ich mich selbstständig gemacht, 2012, mit einem Ziel. Und zwar das Ziel war Freiheit und Unabhängigkeit. Ich glaube, das haben die meisten, die sich selbstständig machen, die haben einfach diesen Selbstverwirklichungszwang und träumen, von überall auf der ganzen Welt zu arbeiten, das Gehalt selbst zu bestimmen und so weiter. Deswegen habe ich mich damals auch selbstständig gemacht, weil ich habe einfach in kein Unternehmen gepasst, weil ich mich immer mit dem Chef nie verstanden habe. Jetzt weiß ich auch warum, weil ich mich eben selbst verwirklichen wollte. Und das Problem war, mit dem ersten Schritt in die Selbstständigkeit habe ich den ersten Schritt ins Hamsterrad gemacht. Denn, und das machen die meisten, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen, ich habe Zeit gegen Geld getauscht. Das heißt, damals Mitarbeiter hatte ich noch keine. Ich habe dann, ich wurde dann mal 3 Wochen schwer krank in meiner Selbstständigkeit. Ich habe kein Geld verdient in der Zeit, weil niemand ans Telefon gegangen ist, um irgendetwas den Kunden zu betreuen oder zu verkaufen. Als ich mal im Urlaub war, habe ich keinen Umsatz gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich ich bin aus einem Hamsterrad der Angestelltenverhältnis bin ich rausgegangen, um ins nächste Hamsterrad, was noch viel schlimmer und viel größer war, reinzukommen. Und damals habe ich dann für mich eine Entscheidung getroffen, dass ich da raus möchte. Und ich habe lange überlegt, ich habe viel gelesen, viele Seminare besucht und bin dann beim Thema Online-Marketing gelandet. Und das ist jetzt heute, 10 Jahre später, mein Hauptthema. Ich bin auf den großen Bühnen in Europa unterwegs, um eben das Thema Online-Marketing kleinen und mittelständigen Unternehmern, Verkäufern, aber auch Angestellte, die nebenbei passives Einkommen generieren möchten, denen das näher zu bringen und eben als Coach an der Seite zu stehen. Das war jetzt mal so ganz abgekürzt meine kurze Geschichte. Mega spannend. Danke, dass du uns da das rüberbringst. Wir sprechen ja gerade alle von dem großen Ziel. Keiner will mehr über Krisen reden. Und lass uns trotzdem mal fragen, hattest du denn auch schon welche so ganz unter uns? Ja, also natürlich ist das Leben nicht immer so. Das ist doch ganz klar. Ich hatte damals eine Karriere angefangen mit 15 als Fußballer. Also ich wollte, mein großer Traum, meine erste große Karriere war Fußballprofi. Ich bin mit 15 ausgezogen, als Jahrhunderttalent in ganz Bayern. Das heißt, damals wollte mich FC Bayern München, Nürnberg, Werder Bremen und so weiter. Ich habe mich damals, weil es ziemlich nah an meinem Heimatort ist, für Spielvereinigung Greuther Fürth, damals zweite Bundesliga, war auch mal zwischenzeitlich erste Bundesliga, entschieden, um eben Fußballprofi zu werden. Und damals hatte ich leider, also die ersten 3 Jahre liefen super genial und dann war eben das entscheidende Gespräch, Fußballprofi zu werden. Hoppala, sieht man mich noch? Ja. Ja, wir sehen dich. Okay, sorry. Da mir was gerade weg. Eben Fußballprofi zu werden. Und dann kam das entscheidende Gespräch und dann wurde mir gesagt, lieber Andi, du hast zwar ein Riesentalent, aber du bist leider zu klein. Und du wirst niemals als Fußballer, ich war damals Torhüter, das war mein Problem, mit 1,81, leider nicht der Größte. Du hast ein Talent, aber du bist viel zu klein und deswegen wirst du niemals Fußballprofi werden. So, damals hatte ich leider nicht die mentale Stärke. Das heißt, das war für mich das Schlimmste, was mir jemals im Leben passiert ist. Jetzt denkt vielleicht der eine, oh Gott, das ist ein Fußballer. Aber weißt du, mein ganzes Leben hat sich im Bereich Fußball abgespielt. Das heißt, alle, meine Eltern, meine Freunde, jeder ist kürzer getreten, damit ich Fußballprofi werde. Und dann auf einmal sagt mir jemand, du bist zu klein, du schaffst das nie. Hätte ich damals, also ich bin dann komplett in ein Loch reingefallen. Ich habe dann überhaupt keinen Sinn mehr im Leben gehabt. Ich habe auch nichts richtig gelernt, weil ich für Schule hatte ich keine Lust. Ich war jetzt nicht dumm, aber ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte einen Hauptschulabschluss gemacht, weil ich wollte einfach nur Fußball spielen. Und leider war es dann wirklich so, dass mit 19 oder 18 Jahren war es dann, wo dann das eben verkündet worden ist. Und hätte ich damals einen starken Coach an meiner Seite gehabt, der mich hochgezogen hätte, der gesagt hätte, du schaffst es dennoch und so weiter, wäre ich vielleicht jetzt heute woanders. Gott sei Dank bin ich es nicht, aber das war damals schon sehr, sehr hart für mich und es war ein absolutes Tief. Und danach habe ich Gott sei Dank einen Mentor gefunden an meiner Seite, der mir neue Ziele gegeben hat, neuen Mut und der mir gezeigt hat, dass man das auch erreichen kann, seine Ziele. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
Und ja, heute bin ich glücklicher denn je, weil ich einfach meine Berufung jetzt gefunden habe und einfach ja, aus diesem Loch, Gott sei Dank, aus dieser Krise herausgekommen bin. Hat mehrere Gründe gehabt und heute stehe ich eben da, wo ich bin, Gott sei Dank. Könntest du uns das ein oder andere Geheimnis erzählen, wie du es gemeistert hast? Also das Wichtigste überhaupt ist dein Umfeld. Erstmal musst du natürlich deine Vision, dein Ziel finden. Das kannst du durch Bücher lesen, das kannst du durch Weiterbildung, Besuchen von Seminaren und so weiter. Das heißt, du musst erstmal wissen, du brauchst ein Ziel, weil schau mal, wenn du Schulden beispielsweise hast, 60, 70, 100.000 Euro Schulden, dann darf das Ziel niemals sein, dass du 0 Euro oder schuldenfrei bist, sondern du musst schauen, dass du an ein höheres Ziel glaubst, wie zum Beispiel 1 Million Euro Vermögen. Und schon hast du wieder eine Motivation. Du hast ein Ziel vor Augen. Du auf einmal machen sich Wege auf, um dieses Ziel zu erreichen. Dafür brauchst du im ersten Step wirklich ein großes Ziel. Im zweiten Step aber brauchst du auch dann die Strategien, wie es funktioniert. Also sprich, du musst natürlich jetzt Seminare besuchen, du musst dich belesen, du musst Try and Error, also sprich, Dinge versuchen, Geschäftsmodelle ausprobieren, um dieses Ziel zu erreichen. Und drittens, viel wichtiger ist es, du brauchst einen Mentor oder jemanden, der das schon mal vorgemacht hat. Der schon mal in der gleichen Situation war, nicht irgendwelche theoretischen Coaches, die sich belesen haben und die dann sagen, wie es ungefähr geht, sondern wirklich jemanden, der es schon mal vorgemacht hat. Und den brauchst du an deiner Seite. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ohne wird es echt verdammt schwer. Und das hat nichts damit zu tun, dass du schwach bist oder dass du glaubst, oh, wenn mir jemand hilft, dann bin ich es nicht wert oder habe ich es nicht geschafft. Nee, im Gegenteil. Du brauchst jemanden, sei es ein Partner, sei es ein Coach, sei es keine Ahnung, wie auch immer. Du brauchst einen Mentor an deiner Seite, der dich unterstützt. Und dann wird es viel, viel schneller gehen und viel einfacher. Wow, hört sich sehr, sehr gut an. Wir haben ja in dem letzten Zeit wirklich auch eine Zeit, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht für viele. Also viele Firmen wird es im Herbst nicht mehr geben. Und viele sagen auch, es gibt wie so eine neue Zeitära. Und eine der letzten menschlichen Zeitären, wenn man das jetzt mal so sagen darf, war ja BC, also Before Christ. Und danach hat die Zeitära von AD angefangen oder Anno Domini. Wenn wir jetzt das übersetzen wollen auf heute, dann können wir vielleicht mal sagen, BC wird vielleicht übersetzt in Before Corona. Und AD, da habe ich so ein 6D-Fragemodell, um Ziele zu erreichen. Da gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Deswegen quasi die 6Ds zum Erfolg. Und wenn wir jetzt dich mal zum ersten interviewen dürften, okay. Du hast dein D, also das Desire, für nach dieser Zeit ganz konkret oder durch diese Zeit und dann nach dieser Zeit. Was ist denn dein Wunsch? Was ist eure Vision, für die ihr brennt? Also meine Vision ist es, ganz klar, weil das, was ich eigentlich vor 10 Jahren schon angefangen habe, über Online-Marketing zu erzählen, ist ja jetzt akut. Das heißt, mein Wunsch ist es, alle kleinen und mittelständigen Unternehmen, aber auch Arbeitnehmer, also die, wo angestellt sind, weil kein Platz ist ja mehr sicher in der heutigen Zeit. Es sei denn, du gehst mit der Zeit. Ich sage ja immer, ich schreibe in meinen Büchern immer rein, wenn ich eine Widmung mache, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Und das verstehen die meisten nicht. Viele sitzen eben im gemachten Nest, sage ich mal, freuen sich. Uns geht es einfach so gut in Deutschland. Und dass auch mal eine Korrektur kommen muss, das ist doch ganz klar. Aber du kannst das Ganze jetzt nur überleben als Unternehmer, wenn du dich neu erfindest. Du musst nicht deine Produkte oder deine Dienstleistungen neu erfinden, aber du musst einen neuen Weg erfinden, wie du das vermitteln kannst. Und es ist vollkommen egal, ob du jetzt ein Optiker-Brillengeschäft hast. Schau mal, es gibt jetzt aktuell gibt es Menschen, oder davor, jetzt haben wir die Läden langsam auf, die einen, die sitzen daheim und sagen, alles ist scheiße und Corona und schieß mich tot. So, der Geschäft ist vorher aber auch nicht hundertprozentig gelaufen. Und es gibt eben die Fündigen, die Schlauen, die immer wieder neue Wege finden. Und zum Beispiel habe ich einen gecoacht, ein Brillenladengeschäft, der hat virtuelle Rundgänge gemacht. Jeden Mittwoch um 19 Uhr hat er seine Kunden eingeladen, hat ein paar Werbeanzeigen bei Facebook gemacht. Wir konnten sich dort kostenlos einloggen. Dort hat er dann mit 3 Models, ja, einer hat ein rundes Gesicht, ovales Gesicht, eckiges Gesicht,
hatte die neuesten Brillen einfach mal anprobiert. Und wenn jemand gesagt hat, hey, das gefällt mir, hat das kostenlos zu denen nach Hause geschickt, die konnten es ausprobieren und so weiter. Das sind einfach neue Wege und so wird es immer sein. Es gibt, also das Schlimmste ist es, den Status quo anzuerkennen. Also immer zufrieden zu sein und sich zurückzulehnen und es passiert mir nichts, es läuft ja alles super, bla bla bla. Sondern du musst immer schauen, den Status quo nicht anzuerkennen, immer neue Wege zu gehen. Und meine Vision ist es, in meinen Büchern, Seminaren, eben das zu vermitteln, dass man nicht stehen bleiben darf. Nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Mensch. Immer sich weiterzuentwickeln, immer an sich zu arbeiten, immer zu schauen, was für Wege können wir jetzt, wie können wir das ändern. Und schau mal, Corona ist eigentlich nur ein Startschuss fürs neue Zeitalter. Es ist eine Riesenchance. Es ist ein Riesenrisiko für viele, die einfach jetzt stehen bleiben und nichts tun, aber auch eine Mega-Chance, denn über Online war es noch nie so einfach, Menschen zu erreichen. Und schau, die Leute sitzen doch vom Fernsehen und schauen Netflix. Die Leute, die sind doch vom Handy und sind 4 Stunden im Durchschnitt am Tag in Facebook. Lass uns das doch nutzen und lass uns das irgendwie so neue Wege gehen, dass die bestehenden Produkte, die wir haben, darüber verkaufbar sind. Und dann ist es die Chance deines Lebens. Also ich sehe das eigentlich nicht als Risiko oder nicht als Krise, sondern eigentlich als Mega-Chance. Das, was ich eigentlich die letzten Jahre schon die ganze Zeit erzählt habe, müssen jetzt oder können jetzt die Leute schnellstmöglich umsetzen. Also mein Wunsch konkret nochmal auf die Frage ist es, dass man wirklich erkennt, man darf niemals stehen bleiben, Status quo nicht anerkennen und neue Wege gehen. Ganz wichtig. Coole Vision, also die ist ja, die brennt ja einen direkt an. Sehr schön, ist ansteckend. Das zweite D ist, wenn du weißt, wie das aussehen soll, muss man eine Entscheidung treffen, eine Decision, damit es dann auch langsam anfängt, Formen anzunehmen. Was für Entscheidungen hast du oder triffst du, wenn du mit deinen Coaches, die du trainierst, was für Entscheidungen werden da getroffen? Also erstmal ganz klar ist es jetzt Bezug auch auf meine Online-Welt, dass die meisten Angst haben. Angst, sie können irgendwas kaputt machen, weil sie negative Glaubenssätze haben. Und da geht es eigentlich los. Bevor ich überhaupt irgendeine Strategie erkläre, müssen erstmal die negativen Glaubenssätze beseitigt werden. Und das geht immer mit einer Entscheidung los. Bevor ich irgendwas handle oder sonstiges, muss ich immer in meinem Leben eine Entscheidung treffen. So, und die Entscheidung treffe ich immer visuell. Also sprich, wenn ich ein Ziel habe oder wenn ich eine Vision habe, dann mache ich immer beispielsweise ein Vision Board oder eine Bucketlist oder eine Zielcollage, kann man ja nennen, wie man möchte, um einfach dieses große Ziel immer im Auge zu haben. Weil du musst schauen, dass du dich von innen raus motivierst und nicht dir von externen motivieren lässt. Das wird nicht funktionieren. Und das alles, jeder Erfolg, geht immer von der Entscheidung aus. Und die Entscheidung musst du für dich treffen, dann kannst du an dir arbeiten. Und wenn du an dir gearbeitet hast, kommst du dein Stück, dein Ziel immer näher. Ich hoffe, damit konnte ich die Frage beantworten. Genial, danke. Also ein schönes Bild hast du da geschaffen. Das dritte D ist die sogenannte Declaration. Also wenn man ein Vision Board hat, dann hilft es auch manchmal, wenn man einfach so einen Satz hat, für den man steht, eine Botschaft, für die man in der Außenwelt wahrgenommen wird, wo man weiß, okay, das ist Andreas Bäuerlein. Was ist dein Vision-Statement, für das du nach außen gehst? Geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Jawohl. Ja. Und das trifft es auf allen. Das hat nichts mit Online-Marketing zu tun. Im ganzen Leben ist es so. Wenn du nicht in einer Partnerschaft den Weg mitgehst, dann wird sich dein Partner trennen. Wenn du in deinem Berufsleben den Weg nicht mitgehst, vielleicht dich weiterqualifizierst, wirst du wegrationalisiert oder von irgendwelchen Computer übernommen. Wenn du dich nicht ständig weiterbildest. Ja, das ist einfach so. Geh mit der Zeit. Und sonst gehst du ganz einfach mit der Zeit. Sehr, sehr cool. Jetzt ist es natürlich so, du hast ein Mission Statement, das ist sehr gut. Noch besser ist natürlich, wenn man dann auch anfängt, die PS auf die Straße zu bringen. Dann geht es quasi um Devotion. Wie widmest du dich deiner Sache, sodass du wirklich jeden Tag weißt, okay, ich bin meinem Ziel weitergekommen? Also, das ist ganz wichtig, weil daran scheitern die meisten. Ja? Viele haben dann Träume und die wollen Millionen und hier und schießen mich tot, aber sie kommen dann mit der EMPS, wie du schön gesagt hast, nicht auf die Straße. Ganz, ganz wichtig ist es, ganz klare To-Do-Listen dir anzufertigen. Also ich habe es jetzt digitalisiert, aber vorher hatte ich ein schwarzes Buch. Und das war ein Jahreskalender. Das war der Businessplaner, den kannst du bei Amazon bestellen. So, und dort, ungelogen, habe ich die erste Januarwoche hergenommen und habe meine ganzen Ziele über das ganze Jahr definiert. Also Jahresziel,
Quartalziel, Wochenziel, Tagesziel. Und ich habe mir jeden Tag die Frage gestellt, das habe ich auch ganz klar in einer Woche da niedergeschrieben, mit all meinen Terminen, mit allen Kampagnen, die ich dafür brauche, mit allen Zwischensteps und so weiter. Was muss ich dafür tun? Es ist total crazy, ich weiß. Aber du hast einen Fahrplan, der funktioniert. Du kannst dich zwar nicht immer hundertprozentig danach richten, aber du weißt ganz genau, oh, jetzt im März müsste ich eigentlich schon mit meiner Vision da und da sein. Ich kann kontrollieren. Ich sehe jeden Tag, du musst das heute machen, damit du dann später auf dein Jahresziel oder dein 10-Jahres-Ziel dann kommst. Also meine ganz kleine Empfehlung ist, plane dein ganzes Jahr im Voraus, mache dann Quartalsziele, Wochenziele und Tagesziele und stell dir jeden Tag, bevor du auf die Arbeit gehst, folgende Frage. Welche drei wichtigen Aufgaben muss ich heute tun, damit ich mein Ziel am Ende näher komme? Und die machst du als allererstes, weil wir beschäftigen uns immer mit Dingen, die völlig unwichtig sind teilweise. Wir, mit 80%, ja, der Durchschnitt beschäftigt sich mit 80%, die ihm keinen Mehrumsatz bringt und nur 20% mit den Sachen, die ihm eigentlich den Mehrumsatz bringen. Und das müssen wir switchen. Wenn wir schaffen, 80% uns damit zu beschäftigen, mehr Umsatz zu machen, oder halt, ich nenne jetzt mal Umsatz, natürlich gibt es auch andere Ziele, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht hier nur materiell sein, auch immateriell, sich zu entspannen oder wie auch immer. Aber 80% Fokus und 20% kann man auch mal gemütlichen Kaffee trinken oder mal die Zeit verlieren, wie auch immer. Den Switch musst du schaffen. Das schaffst du nur, wenn du dir ganz klar die Ziele aufschreibst und dann auch danach handelst. Und dann hast du ein gutes Gefühl, du streichst es durch jeden Abend, machst einen Haken hin und siehst, cool, ich habe heute wieder was geschafft, ich bin heute wieder einen Schritt näher gekommen, ich freue mich und ich bin motiviert und morgen habe ich die nächsten drei Aufgaben und so weiter. Dann funktioniert es. Sehr gut. Es hört sich richtig gut an. Also ich liebe diese Denkweise, was uns auch automatisch zum nächsten Step bringt, nämlich Develop. Wie du gesagt hast, kein Weg ist einfach nur so nach oben, sondern es geht dann wieder hoch und runter. Umwege muss man fahren. Wie entwickelst du dich weiter? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich, weißt du, wie viele Bücher du schon gelesen hast, aber du hast ja wirklich wahrscheinlich schon viel Wissen aufgesaugt und trotzdem musst du dich noch weiterentwickeln, so wie ich und jeder andere, der hier zuhört. Wie machst du das? Also, ich habe so mehrere Bausteine. Ich selber besuche so 10 bis 15 Seminartage im Jahr, live vor Ort. Und halt sehr viel auch digital. Also ich nutze wirklich das digitale Zeitalter für mich als Weiterbildungsplattform. Zum Beispiel kennst du vielleicht Blinkist. Blinkist ist zum Beispiel so wie Audible. Und da gibt es ganz viele Sachbücher. Die Kernaussagen aus den Sachbüchern in 15 Minuten. Das heißt, jeden Morgen höre ich eine halbe Stunde Blinkist. Und da bekomme ich immer die Quintessenz von den besten Büchern dieser Welt innerhalb von 15 Minuten präsentiert. Das ersetzt jetzt nicht die komplette Weiterbildung, aber das ist so genial, wie viele Ideen du dadurch entwickelst und so weiter. Was ich mache, ist aber viel zu Masterminds in den USA, weil die Amerikaner sind natürlich im Bereich Online-Marketing uns immer so 2-3 Jahre voraus. Und da besuche ich sehr viele Seminare oder auch Masterminds oder eben auch wir bezahlen sehr viele Coaches, die extra zu uns kommen, so Eintagesseminare bei uns dann abhalten, die Besten der Besten, um einfach das Wissen komprimiert zu erhalten. Und so werde ich mich jedes Jahr weiterbilden und es hört nie auf. Nicht nur in meiner Branche, sondern allgemein. Also ich lese jeden Tag viel, ich höre sehr viel Audio, auf dem Weg zur Arbeit beim Joggen, wieder ein Buch, eine Kernkompetenz oder eine Kernaussage von einem Buch. Das ist unglaublich, das finde ich genial. Und natürlich dann auch viele Live-Webinare von Spezialisten aus den USA oder dann auch Seminare und Masterminds, wo ich dann direkt vor Ort bin. Wow, okay, das hört sich an, wie wenn dir das an neuen Infos nicht fehlt. Und also ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass es wirklich immer die aktuellsten Infos sind, gell? Ja. Sich richtig gut an. Beim letzten Step, da geht es um Deliver. Der UPS-Fahrer kommt, er bringt das Paket. Wir delivern das Ziel, wir erreichen unsere Bergspitze, die Aussicht des Lichtturms, wie auch immer einer das, welches Bild einem am besten liegt. Hast du denn für sowas auch Zeit, dass du einfach mal sagst, wow, das war richtig genial und genießt es dann? Ja, natürlich. Also du musst ja deine Erfolge feiern, ansonsten programmierst du dein Unterbewusstsein auf ständiges Laufen, Hamsterrad, du bist dann immer weiter und musst immer weiter laufen. Also du, ganz klar, jedes Quartalziel bei mir und auch jedes Jahresziel ist verknüpft mit einer Belohnung. Das kann mal materiell sein, zum Beispiel
keine Ahnung, ein schöner Urlaub oder mal eine schöne Uhr oder mal ein neues Auto oder eben Zeit auch sich bewusst zu nehmen mit der Familie oder sonstiges. Aber jedes Ziel, Zwischenziel oder auch Endziel muss natürlich mit einer Belohnung verknüpft sein. Wie die Belohnung ausschaut, das musst du selbst entscheiden. Wie gesagt, der eine möchte gerne mehr Zeit dann haben, der andere will es materiell, immateriell. Das ist voll, würde ich auch gar nicht bewerten, aber eine Belohnung brauchst du definitiv. Okay, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wissen, ja, im Moment schaut es so aus, wie wenn wir alle doppelt so viel zu tun haben. Und vorzubereiten, was danach kommt oder halt, es scheint wirklich im Moment, und trotzdem hast du dir Zeit genommen, deswegen, das schätzen wir sehr. Und wir haben immer ein Ritual bei unserem Podcast, dass der Interviewgast einen Wunsch äußern darf für die Zuhörer. Deswegen dein Schlusswort, dein Wunsch für alle, die hier mit dabei sind. Also mein Wunsch ist es, dass du die Entscheidung für dich triffst, für die digitale Welt oder zumindest einfach sagst, okay, ich schaue mir das an, ich weiß, wir haben ein neues Zeitalter und wenn ich erfolgreich sein möchte, nutze ich diese Chance. Und das ist mein Wunsch für dich. Wenn du mal kostenlos einfach mal starten willst, kannst du auch auf meine Homepage mal gehen. Das ist kein Problem. Einfach www.andreas-beuerlein.com. Da ist ein 30-tägiger Kurs, der ist kostenlos für dich. Steig da einfach ein, find dich ein in dieser digitalen Welt, weil ansonsten wird es schwer sein, in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, wenn man sich mit diesen Themen nicht beschäftigt. Und das wünsche ich mir für euch, egal jetzt ob bei mir oder sonstiges, aber beschäftigt euch mit der digitalen Welt, geht mit der Zeit, sonst geht ihr mit der Zeit. Andreas Beuerlein hier bei Cosimo Marafa Training Akademie. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Macht's gut, ciao.